Smirnovs kommt ihm zu Hilfe, der Mann mit der 27. Oh, kein guter Pass, ihm auf. Spiel und dann die Chance und das Tor. Das war Arno Ria. Und Sie sehen es, heute wird gesammelt. Und es hat nicht mal 3 Minuten gedauert. Und die Plüschtiere, die fliegen aufs Eis. Arno Ria mit dem Treffer. Und jetzt gibt es einiges zu tun für die vielen, vielen Helfer. Bonson auf Ria. Ja, und diese Chance lassen sich die beiden natürlich nicht entgehen, obwohl Niefeler da noch dran war. Fernandes, dann wird die Scheibe von Meier geblockt. Nächste Chance! Tommy Wingles fackelt nicht lange. Was für ein Handgelenkschuss ist das denn? Erneut ein Scheibenverlust, wie er so absolut nicht nötig ist. Schauen Sie sich das an. Und dann passt dieser Schuss einfach haargenau. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat Juraj Šimek die Scheibe da in der Vorwärtsbewegung verloren. Aber Sie sehen, Servet bleibt in Scheibenbesitz. Und das zahlt sich aus. 3:0. Und mit Sandis Smonds haben wir einen weiteren Torschützen, den wir so sicherlich nicht erwartet haben. Alles steht und fällt mit der Hartnäckigkeit im Spiel von Servette. Das ermöglicht Smonds seinen allerersten Treffer. Engel kommt auch nicht in Scheibenbesitz. Und dann passiert das nächste Tor. Ein Tor gleich dem anderen. Es wird richtig gehend herausgearbeitet. Und nachdem Bonson schon den Assist geliefert hat beim 1:0, trifft er jetzt selber. Unfassbar, wie die Scheibe hier den Weg ins Tor findet. Wird noch abgelenkt, aber ich gehe mal davon aus, dass das ein Lakers-Spieler war, der da zuletzt die Scheibe berührt hat. Christo, gute Position für Christo. Und dann ist die Scheibe drin. Endlich das erste Tor für die Lakers. Und es ist Danny Christo, der mit seinem 8. Saisontreffer hier etwas die Hoffnung zurückbringt. War eine sehr unübersichtliche Situation. Schiedsrichter zeigt es sofort an. Vukovic ganz vorne versperrt hier Gauthier Deglu die Sicht. Scheibe geht noch ans Schienbein von Marco Maurer. Oh, schlecht gespielt von Randecker, das gibt's ja nicht. Arno hier mit seinem ersten Doppelpack und den Assist. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist gehört Florin Randecker. ...43. Spielminute, das Heimteam geht wieder mit 4 Toren in Führung nach einem katastrophalen Pass von Randecker in der eigenen Zone. Da kann auch Dominik Eck...